Leute, ihr seht jetzt gleich in dem Film, den Michael, seine Bandit haben wir jetzt so umgebaut, wie sie jetzt da steht. Ich zeige es euch mal gleich. Der Film habe ich eigentlich schon ein paar Wochen schon länger fertig, haben halt nur noch nicht hochgeladen, weil die Sitzbank noch nicht fertig war. Das war jetzt von unserem Sattler die letzte Arbeit, die Sitzbank. Im Film zum Schluss ist die noch nicht drauf. Ja, wir haben jetzt April. So sieht sie jetzt aus. Wie gesagt, das ist jetzt hier die Sitzbank, wo der Sattler gemacht hat. Hier unten wieder perfekt der Abschluss. Das Polster, was unser Sattler hatte, war den DJ nicht recht, dem Michael. Das hat er dann selber besorgt. Hat auch mit unserem Sattler Kontakt gehabt. Also er hat es schon gesehen. Am Bild, aber noch nicht live. Gut. Das wollte ich jetzt nochmal so zum Anfang oder zum Ende. Oder ja, Anfang. Es ist ja jetzt der Anfang. Wollte ich nochmal so gezeigt haben. Wir hören jetzt aber an dem Motorrad auf, weil es sind noch ein paar Kleinigkeiten, die kann er selber machen. Was mir jetzt nicht gefällt, was ich gerne heute Morgen noch gemacht hätte, da hinten der Kasten, schwarz lackiert, aber okay, das kann der Kollege selber machen, weil das kostet ja auch wieder 5 Minuten Arbeitszeit und die will ich mir auf keinen Fall aufschreiben, weil da sind schon ein paar Stunden geflossen. Der Nummerschildhalter, wo man da zwischendurch mal sehen, wo der Dirk mal dahinter angeheftet hat, weil er hat gesagt, das wäre schön. Wo der DJ dann da war, hat er gesagt, nein. Und dann wurde diese Konstruktion dann gemacht. So, das sind so die Sachen, wo sich da in dem Film ein bisschen beiße. Aber sonst ist alles gut, denke ich. Dann viel Spaß mit dem Beitrag. Du hast jedenfalls hier ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben jetzt hier so einen Umbau, soll ungefähr so werden. Wo ist denn da die Bände? Da oben. Okay, das ist das Samenstück. Bände 1200. Hat ein paar Kilometer drauf, 66.900. Umbau. Enduro-Lenker. Armaturen kommen weg. Kommt ein Einzelinstrument drauf. Die Gabel wird schwarz gemacht. Die Räder kriege ich Stollereife drauf mit Straßenzulassung. Lampe und Lampehalter wird auch geändert. Wird auch schwarz vor allen Dingen. So LED mit irgendwie Gitter davor. Ne? Hätte sie gern. Wenn es passt, ja. Auf jeden Fall. Ja, genau. Die zwei dicke Hube kommen wir da auch weg. Das ist zu viel Hube. Schutzblech, wenn man. Sind wir uns da nicht so ganz einig? Entweder wird es noch einmal gekürzt und ein bisschen höher gesetzt, damit wir da mit einer Stollenreife hinkommen. Aber das sehen wir dann noch, wenn nicht, machen wir an der Schutzblech dran. So. Der Auspuff muss auch gekürzt werden, der ist übrigens eingetragen, der Schalldämpfer. Wir werden das hier alles ändern, damit es einfach kürzer ist. Heck wird auch gekürzt, gibt einen Einsitzer. Nummerschild, Halter, müssen wir hier mal sehen. No, müssen wir hier sehen, dass wir hier irgendwie was bauen. Kommt jedenfalls hier hin, in die Mitte vom Rad. Die Luftfilter bleiben original. Das Verchromte wird weggemacht, das glänzt zu viel. Jetzt dreht der DJ durch. Er will alles in Schwarz haben. Das heißt, das ganze Motorrad wird zerlegt. Da, da, da. Da fliege die Stunde. Wir machen Griffheizung dran, weil er kommt nämlich aus einer Gegend, wo es kalt ist im Winter, damit er keine kalten Finger kriegt. Das ist auch nicht schlecht. Na okay, dass man das jetzt hier kürzer, habe ich jetzt glaube ich schon gesagt oder was, ungefähr hier so wie üblich. Sitzbank wird halt neu gestylt und an der Seite entweder machen wir so Blechtafeln hin oder Alutafeln oder es kommt was anderes gemacht. Schwinge wird auch jedenfalls schwarz gemacht. Gut. Und das Ding sieht gar nicht so vergammelt aus, auch die Krümmer, das ist alles eigentlich noch ganz gut hier. Kettenschutz noch, ne? Kettenschutz, ja logisch. Der Kettenschutz, der ist ja original gar nicht so schlecht, der ist halt nur elendig lang. Den dummer Kürze
Und außerdem vielleicht baue ich da gar nicht irgendwie neue. Ja. Und der Hauptständer kommt auch noch, hast du gesagt. Genau. Ja. Hast du schon angefangen zu zerlegen? Ja, ich habe jetzt erstmal die ganzen Halter abgeschnitten, alles geschliffen. Gut. Die soll so ein wenig höher sein, ne? Ja, so normal, wie wir es eigentlich auch immer machen. Ja, ein bisschen höher kann ich gehen. Ja, ein bisschen, klar. So, was hast du denn jetzt vor mir in der Auspuff? Wo willst du die Kürze? Ja. Tja, top, geht. Oder? Nein, gar nicht wahr. Geht nicht. Doch. Geht nicht. Doch. Warte mal. Wir haben jetzt gerade ein Streitgespräch mit dem Auspuffkürze. Ich habe gedacht, hier unten fängst du schon an, schneid's ab. Und dann lege ich mir den Auspuff nicht hier, wie er liegt, wegen der Fußraste, ist ja auch klar. Dann lege ich mir den hier unten so ein bisschen weiter und dann gehen wir hier hoch. Na, dann kriege ich mir den auch kürzer. Du bist doch Künstler. Ich hätte jetzt gedacht... Der Auspufftop kannst du nicht kürzen, das ist Quatsch, nee. Kannst du die Flöte zurücksetzen? Innen drin, das haben wir schon mal gemacht. Nee, wie sieht das aus? Haben wir schon mal gemacht. Nee, jetzt bin ich nicht bei dir. Ich bin ganz unten schon. Und dann halt hier der Knick, der muss halt anders werden. Der muss weiter runter. Na, soll er so kurz sein wie Sepp dann? Ja, ich hab doch Bilder, da hat er Bilder mitgebracht. Ja, Bilder, genau. Ja, die Bilder, die hab ich schon angeguckt. Das ist aber ziemlich unrealistisch, Auge da. Hier ist jetzt Heckende, wenn wir dann hier... Ja, so mit dem Heck, dass er mit dem Heck aufhört. Das kriegst du doch hin. Kennzeichen halt haben wir auch noch hier. Nee, komm da oben nicht hin. Warum nicht? Der will hier ohne einen haben. Ja, kriegst du bezahlt. Ja, ist doch scheißegal. Ja. So oder so. Ja. Der will das so und dann kriegt das so. Fertig. Bandit. Oben 3 in 1, hier die Blinker. Ja, ja, wie machen wir dann? Dann machen wir die. Wo machen wir denn dann die Blinker hin? Ja, warte mal, das wird jetzt alles so fachmännisch. Ich tue jetzt erstmal ausschalten. Winkel vom Schalldämpfer hast du schon hingemacht? Ungefähr. Ja. Ja. Das sieht auch gut aus, da kommen wir noch irgendwie hin. So ungefähr. Genau. So, wollen wir gucken. Hier der Abschluss, das passt doch. Ja. Und hier muss ich halt jetzt, da wo ich jetzt einen Strich mache, ja, muss ich von dem Auspuff den Flansch hier abschneide, muss so, den hier dran schweißen, ja, ja, dass ich hier wieder verschrauben kann. Ja, ja, ja. Das ist alles noch nicht so einfach. Ja, aber du kriegst es hin. Ja, ja, gut. Gut, aber jetzt, ja, ich bin hier da dran, so sieht das jetzt aus. Wir haben jetzt auch hier ohne genug Luft, wegen der Füße dahin. Und da hatte ich doch wieder recht. Nur mal so. Ja, ich hab dir nur gesagt, das ist halt mit Arbeit verbunden. Auspuff. Moin. Auspuff sitzt? Ja, mit mir. Ein Gussler. Ja, also kämpferei. Ja. Aber schön geworden. In den Top habe ich nochmal poliert alles. Erklär noch mal ein bisschen was mit. Ja, es war halt wieder. Ein Stück Rohr mit Büchern einzaubern und verschweißen, wieder schön schleife. Hier hinten muss ich es dicker machen, damit es reinpasst. Mhm. Ist halt alles so gefriemelt. Mhm. Aber war mal lassen. Tut schön abschließen beim Heck. Ja, und schön hier ja, die Flucht. Der ja, passt auch schön, ja, der Winkel. Sieht gut aus. Der Kunde will es ja extra stylisch haben, so wie ich das mitgekriegt habe. Extra cool, ja, dann machen wir das so. Gut. Jetzt hast du noch irgendwie mit dem Nummernschildhalter. Auf der anderen Seite, jetzt habe ich mal hier, ja, er will das Kennzeichen hier hin haben. So, gell? Ja, halt's mal hin. Ungefähr so steht es auf dem Foto. So. Ja, ein bisschen höher. Ja, so? Ja, so. Sieht besser aus. Jetzt habe ich natürlich bei der Schwinge hier drüben gar keine Chance auf der Seite. Auf den Bremssattel will ich nicht gehen, das ist mir zu gefährlich. Nein, das ist Quatsch. Habe ich mir gedacht, ich habe hier so Plättchen vorbereitet. Hier so, das passt genau hier rein. Mit der Schraube. Ja. Dann gehe ich hier dran. Da habe ich genug dickes Material. Gehe ich da hier irgendwie rüber. Und hier oben
größere Schraube drin mit der Lasche, dass wir hier nochmal Versteifung reinkriegen, irgendwie. Ja. Das ist auch wieder so ähnlich wie beim Auspuff, alles extravagant. Ja. Der Abschnitt ist 5 cm. Ja, sieht doch gut aus. Jo, oben das Heck ist soweit. Cool. Batterie, machen wir einen Kasten extra oder nehmen wir die Plastik wieder? Schneide ich aus dem Plastikding raus, was drin war. Ach so. Die Batterie hätte ich schon gerne hier an den zwei Punkten hier drin so. Ja, ja. Ja, ja. Und die Elektrik muss man sehen, das muss ich auch noch irgendwo. Keine Ahnung, wie das wird. Gut. So soll es werden, glaube ich. Die andere Möglichkeit wäre die. Hätten wir Platz genug. Sehe auch besser aus. Man könnte es noch ein bisschen kürzer machen. So. Ne, alle machst du mal schon auch mit zu. Das ist beim Einfedern irgendwie. Ne, da gibt es kein Problem. Hier, ich rufe den mal an. Weil es ist doch eigentlich schöner, ein Eintarer und... Genau, 30 Winkel, 30 Grad sogar einhalten bei dem. So viel Platz haben wir hier. Ja. Gut, check das mit dem ab. Ja, ich mich jetzt hier noch Stunde an der Konstruktion aufhalt. Ja, ja, das, nur mal so, ja, das ist ja relativ schnell gemacht gegenüber das andere da. So sieht's aus, genau. Und stabiler ist Sau. Ja, auf jeden Fall. Das, da oben, das, wenn das angeschweißt ist, ist es fest. Genau. Da hinten, das kann losvibrieren. Das machen die gekaufte auch. Ja, ich will es nochmal so zeigen. Weil hier hinten, da haben wir ja eben gerade mal erzählt, hier muss was angeschweißt werden, so ein Bügel, hier oben noch. Das gibt eine Motzkonstruktion. Das wackelt sowieso alles. Und wenn es anfängt zu wackeln, irgendwann reißt es. Und wenn du mal das Rad raus musst, sauge oder alles irgendwie. Abbauen, die ganze Elektrik, Kabel, nee, bei hinten doch das Licht muss hin und ich ruf den mal an. Ja, besser ist das. Ja. Hier, du bist jetzt schon stundenlang da, was hast du bis jetzt gemacht? Also noch gar nichts. Auspuff abgebaut. Und der Tank. Genau. Läuft das? Kommst du mit dem Werkzeug klar, was wir haben? Werkzeug ist der Hammer. Ja. Der Hammer. Das ist doch kein Hammer, das ist doch ein Hämmerchen, was du da hast. Wir haben einen großen Hammer. Aber hier sind wir schon geärgert worden. Ne? Die eine Hure wollten dann raus. Aber haben wir hingekriegt. Wir haben es nicht abgerissen. Da waren wir gut. Wir waren super. Weil normal hatte man schon öfters abgerissen, dann stehst du da, musst du Dirk wieder dran. Der schimpft immer wie ein Rohrspatz. Na gut. Dann gucken wir mal, was du hier noch runterkriegst. Na gut. Dann schraub noch ein bisschen, wenn die Schäße hier auseinanderkommt. Gut. So, jetzt können wir mal die Scheiße da rauslegen. Hier oben ist schon das genug Leistung. Ja, was ist los? Weg. Hier, alles. Alles muss gereinigt werden. Der Sandstrahler kann auch nur Sandstrahlen, wenn du Schmierungen ist. Ne? Wie zum Beispiel hier. Gut. Jetzt geht's erst los. Die Pumpe 7 Uhr, 2:30 haben wir jetzt. Was haben wir heute für einen Tag? Ist egal. November. Scheißegal. Nee, ja, November haben wir. Gut. Gut, ich will jetzt hier nicht so lange rum, aber. Alles Katastrophe. Und du hast eine Sauerei überall. Ich sag mal, meine Werkstatt, normal arbeiten wir hier mit 3 Mann. Komm hier. Die ganze Werkbank, alles nur von dir. Du hast keine Ahnung. Ja. Du hast keine Ordnung. Du räumst jetzt erstmal auf. Okay. Weil so wie wir gestern Abend der Arbeitsplatz da haben, ne, das läuft heute nicht mehr. Gestern hast du mal schon Frist gehabt. Jetzt gibt's hier wohl noch Ernst. Das sag ich dir. Okay. Scheißegal, jetzt kein Kumpel, Sprüchdrusche. Aufräumen. Und die Gabel muss auch noch raus in das Rad. Gut. Ich will es euch zeigen. Ich will nur mehr haben. Pumpe 7 war gestern übrigens da. Viertel nach 16 Uhr. Katastrophe. Da habe ich immer wieder ein paar Pflegefälle angelacht, sage ich euch. Das Ding aus. Pass an.
Wir haben jetzt so viel Dilldeckel runtergemacht, wir haben jetzt hier nur mal so für dich, weil du ja keine Ahnung hast, wie du sagst. Wir haben hier die Auslassnockenwelle und das ist die Einlassnockenwelle. Und die Nocke muss immer hier, sag mal, ich bin jetzt gleich. Ja, dann gucken wir, film mal hier drauf. Die Nockenwelle, die müsse immer in einer Stellung stehen. Bisschen so. Und jetzt haben wir hier Ventilspiel. Sieht man das mit der Kamera? Ne, sieht man nicht. Egal, auf jeden Fall, das Ventilspiel muss sein bei dem Bandit-Motor. Auslass 20, Einlass 15. Und guck, das geht schon rein. Das ist sogar ein bisschen groß, muss ich ein bisschen kleiner stellen. Und hier ist gut, das werde ich hier ein bisschen kleiner stellen. Und hier müssen wir halt 15. Das geht auch rein, hat aber ein bisschen mehr Luft. Das ist ein bisschen enger. Gut. Jetzt stellen wir das Ventilspiel ein, damit das schön steht. Und dann alles gut. Gut. Michael, wann hast du neu angefangen? Oh, halb acht. Halb acht? Ja. Ralf, man hatte Glück, dass der so früh angefangen hat. Gott sei Dank. Ja, guck mal, was der in der Zeit geleistet hat. Die ganze Schraube hat er sauber gemacht. Das ist ja wie neu. Morgen früh fängst du auch wieder um halb acht an. Bei mir kommen, hast du den Spektakel hinter dir. Mach ich. Okay. Ich fange auch wieder an, aber nicht hier dann. Hörst du mal mit dem Geklopp auf? Ich muss mit dem Mann jetzt was Geschäftliches besprechen. Der geht dann auf den Sack. Da ist ja die Bohrmaschine noch schon, oder? Die Bohrmaschine war schön, das ist bekloppt. Der mit seinem Geklopp da. Ja. Jetzt muss ich noch ein paar Mal klopfen. Was? Du kannst. Ja, können wir jetzt hier reden? Ihr könnt jetzt reden, jawohl. Gut. Danke. Danke. Gutes Gespräch. So. Du warst jetzt drei Tage da, oder fast vier, ne? Ja, so. Du willst jetzt heim? Fast drei. Gut, der ist auch schon oder so. Aus Klaue. Vollgefressen. Der ist, meine Mama hat er wieder gekocht, kriegt das. Und dann kommt er hierher, gibt hier noch an, weil er so einen Bauch hat. Dicke ich hab Hunger, du auch. Er hat nichts mitgebracht. Nein, das ist ein Egoist. Sag immer wieder Egoist. Vollgefressen, weißt du, lauf drum. Ey, was wollte ich eigentlich sagen? Du willst jetzt sein. Du warst nicht lang genug da. Das Schnauze voll. Wir haben ja auch vieles nett gefilmt, ne, was hier so alles so abgeht. War vielleicht besser. Ja. Nee, den müsst ihr ja alles wissen auf YouTube, nee. Das ist auch klar. Aber unterm Strich haben wir uns doch verstanden. Schon gepasst. Wenn du jetzt da die gewisse Sache, die du jetzt alles gereinigt hast, Sandstrahle, Lackieren, es gibt ja nur schwarz, schwarz matt, schwarz glänzend, schwarz dunkel, schwarz hell. Alles, was schwarz ist. Gut. Dann machen wir das dann erstmal und dann rufen wir dich wieder an beim Zusammenbau. Du machst dir schon mal Gedanken, was du für Blinker und Spiegel hier haben willst und so weiter. Kannst ja Liste machen, beziehungsweise. Bestell aber nicht einfach mal so. Nee, erst drüber gucken. Länger kannst du ja auch mal aussuchen. Ich bezahle bei Kickstarter oder bei Deppel Fluss, dass das so die Quelle sind. Da hau ab, jetzt reicht es auch. Nicht. Hast du oben die Lichter ausgemacht? Lichter sind aus, Bett ist gemacht. Oh. Heizung habe ich ausgeschaltet, warm Wasser ist abgedreht. Wie? Heizung hat sie auch gehabt? Nee, gar nichts. Okay. Bis dann. Tschüss. Ja, da hier den kennst du noch gar nicht. Nee. Der läuft uns eben gerade zu. Der ist der Alfred. Bin ich neben dran? Der Alfred macht ganz besondere Dinge. Halte ich mir den gut? Der hat auch immer viel Hunger und Durst, wie das hier bei uns üblich ist. Und da mache ich jetzt mal aus, dann würde ich sagen, ihr zwei macht jetzt mal eine kurze Unterhaltung, damit das läuft. Bescheid. So, da wollen wir doch mal luchen, was jetzt hier passiert ist. Ja, die Gabelbrücke ist schön schwarz. Die Gabel auch. Das sind so die ersten schwarz lackierten Teile für die Bandit. Okay. So, der Bandit-Motor, der liegt hier auch. Da haben wir schon angefangen zu reinigen. Also irgendwie, so richtig wird das nichts. Wahrscheinlich muss er doch gestrahlt werden. Na, lassen wir mal auf den Zug kommen. So, da kann es dann auch weitergehen. Der Bandit-Rahmen ist nämlich auch gesandstrahlt, wie wir sehen. Das sieht doch jetzt alles gut aus.
die Schwinge auch. Dann wird das demnächst alles schwarz lackiert. Cool. Geht ja schon ganz gut los heute. Der Bandit-Motor ist im Anthrazit. Das sieht wieder richtig gut aus. Die Seitendeckel, die wollte Kollege anders haben. Die haben jetzt halt drauf gelassen. Da muss man nichts abkleben, so rum. So. Aber sieht doch gut aus. Gesamtstrahl war er, ich weiß, habe ich gar nicht gefilmt, glaube ich. Oder vielleicht hat ihn irgendwo im Hintergrund. Aber ist egal. Sieht gut aus. Wenn der trocken ist, kann er in seinen Rahmen rein. Prima. Erster Akt. Der Rahmen ist da. Lackiert. Der Motor auch. Jetzt müssen wir sehen, dass der Rahmen über den Motor kommt. Und jetzt bin ich wieder allein. Weißt du, der ganze Tag lauf so rum, wenn du einen brauchst, kann er da. Er hat verloren. Der Rest ist Kindergeburtstag. Der Rest ist echt Kindergeburtstag. Das Ding ist drüber. Alles klar. So, TG, kannst kommen. Motor steckt im Rahmen drin. Ich steck vielleicht noch ein paar Schräubere rein. Der Rest machst du dann. Du guckst mich an, ne? Ich hoffe, dass du es mitkriegst. Nächste Woche will ich dich sehen. Na gut, was soll ich hier groß erzählen? Ja, der Motor ist drin. Hab noch ein paar Schrauben reingedreht. Alles klar, dann warten wir auf den DJ. Dann macht er weiter. So, jetzt habe ich den Reifen montiert. Das ist ein Pirelli. Der Hinterradreifen auch. Der sieht auch schon mal gut aus. Der ist für die 1200er Bandit. Yes. Ja, Leute. Vorwort. Die Woche ist schon wieder rum. Das geht doch immer alles rucki zucki. Die Bandit, das habe ich jetzt alles mal dahin gelegt. DJ, du brauchst gar nicht zu lachen. Du bist jetzt schon stundenlang da, was hast du denn gekriegt? Geschwitzt bist du, das sehe ich ja, ne? Rennst du mit dem T-Shirt rum, hast gerade mal die Gabel reingesteckt. Und ich habe gesagt, du sollst alle Schrauben nachziehen, da brauche ich nur einmal hinzugucken, das sehe ich schon, da ist die Hälfte gar nicht festgezogen. Ja, deswegen bin ich DJ geworden, weil ich sonst nichts kann. Okay, dann lass ich es so stehen. Katastrophe. Gehen wir wieder in die Höhle. Die hatte ich ja letzte Woche schon mal drauf, die DJ, die 1200er Bandit. Gut, dann macht der Tristan am Wochenende weiter. Ob der DJ kommt, weiß ich nicht, er hat nichts gesagt. Aber sie steht schon mal auf den Füßen, man kann sie schon mal schieben, ist ja schon was wert. Ich hätte das eher. Oder 11. Ja, ich würde 10 machen. Ich hätte 11 gemacht. Augen, also würde ich 10 machen. Ich würde 11 machen. Ja, dann machst du 11. Ja? Okay, dann mach ich 11. Ja. Und dann davon die Hälfte. Davon die Hälfte. Du kommst klar. Bisschen. Gut. Aber wenn du 2 mal die Hälfte nimmst, hast du wieder 11, ne? Das darfst du nicht vergessen. 2 mal 11, also 22. Warum? Nee, 2 mal die Hälfte von 11. Die sind bei den Buchsen. Ja, das rabe ich das erst. Ja. Ich sag mal, was hast du da für einen Haufen Lamm drin? Ach, probeweise. Tristan hat gesagt, dass ich Blindfisch sonst nichts sehe. Ja. Der will ja überwiegend eigentlich nachts fahren, hat er gesagt. Nachts? Nachts. Ja, du kannst auch nachts nackt fahren. Aber ach, jetzt verstehe ich das, alles klar. Mach ich mal aus jetzt hier. Ja. Ich noch alles dran. Handyhalter, dann kommt noch der Tacho, der kommt hier hin. Ja. Tacho. Also eigentlich brauchst du mit dem Ding gar kein Tacho mehr, ne? Das sagst du mir jetzt. Du wolltest ein Tacho haben. Nur Ärger hier in dem Laden. Das stimmt, ihr zwei seid mir zu kompliziert. Wie sieht's aus bei dir? Ich bin hier am Filmen. Gut. Gut. Das ist jetzt eigentlich so ziemlich durch. Ja. Mir fehlen noch so
Der Halter für den Tacho und Halter für Zusatzscheinwerfer, aber ansonsten das ist alles vorbereitet, das muss ich dann nur noch anstecken. Die Lampehalter sind auch noch nicht da, gell? Ja, und die fehlen auch noch. Das ist aber irgendwie... Lampenhalter für eine 42er Gabel zu kriegen, ist irgendwie schrecklich. Weiß nicht. Aber ansonsten ist eigentlich... Mit was hast du das hier ummantelt? Das ist quasi so ein Gewebeisolationsband. Mhm. Das hält länger und ist auch schöner als ja, glaube ich. Ja, gut. Original. Okay. Jo. Warte mal, hier steckt noch ein Schlüssel. Ja, den hatte ich mit Absicht da, weil da müssen wir die Welle noch machen. Alles klar. Jo. Okay. Dann geht's ja hier auch wieder voran. Na klar. Okay. Und geht? Elektrik? Jo. Warum hat denn der hier eigentlich so einen Haufen Lampe drin? Weil der das geil findet. Und ich schon will die machen. Ne? Oh. Ist ja. Die große geht auch? Die geht auch. Oh. Ja, gut. Muss man aufpassen, dass der Gegenverkehr nicht geblendet ist. Mhm. Das ist schon. Ganz schön Hightech hier. Ja. Ordentlich. Ich habe hier noch was gesehen. Das ist ein Tacho? Ja. Hightech, ja. Das ist Hightech. Die ganze Konstruktion ist Hightech. War ganz schön Arbeit mit der Verglabung, ne, was ich so gesehen habe. Ja, es war schon sehr viel. Ja. Jetzt bist du noch am Batterielade. Jetzt lade ich noch die Batterie. Ich habe eben schon mal so kurz einen Startversuch gemacht, aber das war leider nicht von Erfolg gekrönt. Die Batterie ist leer. Mhm. Dann hoffen wir mal, dass die, wenn sie geladen hat, noch funktioniert, weil das ist noch die... die drin war, ja. Wenn nicht, dann müssen wir halt noch die Batterie tauschen. Ja, gut. Wenn wir Glück haben, machen wir heute noch einen Start, he? Wenn das Ladegerät sich beeilt, dann ja. Ja, gut, sind schon ein paar Leuchter an. Gut. Ja, gut. Das wird nichts mit der Batterie. Das hat... Die ist kaputt. ...zu wenig Dunst. Bin ich gespannt, jetzt haben wir das große Batterie dazwischen geklemmt. Ja. Ja, machen wir, guck mal. Das klinge bei uns in der Rhön. Das war jetzt hier am Wochenende die letzte Arbeit. Der Tristan hat das Ding zusammengesteckt. Es geht alles, der Tank ist drauf. Jetzt brauchen wir nur noch TÜV und die Sitzbank. Und dann ist der Apparat fertig. Die Lichter haben wir ja schon mal brennen lassen. Okay, das gibt schon ein Mods-Apparat, muss ich ehrlich sagen. Coole Kiste. Ne, gefällt mir. Das war was anderes. So, dem Michael seine Bandit haben wir jetzt soweit. Die Sitzbank kommt da nicht drauf. Die habe ich jetzt nur von einer anderen Bandit abgemacht. Aber das soll wohl so werden. Die muss also noch gemacht werden. Die bleibt also nicht drauf. Ich will aber gerne den 5 fertig machen. So sieht das ja dann in Wirklichkeit aus. Spezialhammer. Ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll. Das ist von allem etwas. Kaffeeräser, Scrambler, Roadster, Enduro. Das ist von allem etwas dran.
Dampft noch. Alles klar. Im Gelände muss ich sagen, zu schnell. Ja, es ist zu viel Kraft da. Alles Paletti. Damit ist der Film jetzt beendet. Sie kann zu dir. Bescheid.